herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Don't Starve Sonntag Special. Wie ich es ja schon angekündigt habe in meinem Upload-Plan. Ja, heute wieder mit Facecam. Und letztes Mal waren ja Kommentare, die fanden das ganz gut, die Zuschauer mit der blonden Perücke. Da hieß es, sieht aus ein bisschen wie Atze Schröder. Da dachte ich mir, warum nicht wieder verkleiden? Heute werde ich euch... Hallo! Oh. Heute mache ich euch mal die Marilyn Monroe oder auch den Wolfgang Amadeus Mozart, wie ihr wollt. Da machen wir uns mal ein bisschen Lippenstift dran. Kurzes Mikro weg. So, könnt ihr mich wieder hören? Ich mache euch heute den Wolfgang Amadeus Mozart oder auch die Marilyn Monroe. Und hier noch einen kleinen Schönheitsfleck. So, meine lieben Freunde. Crazy, Paisy, UFO-Mann, don't starve. So, jetzt geht's los. Ah, spielen. So, es geht los. Don't starve. Die Sonntagsfolge. Oh, warum sagt er neues Spiel? Bin ich schon wieder gestorben oder wurde hier was? Okay, ich bin letztes Mal scheinbar komplett gestorben. Ist ja schon wieder eine Weile her, habe ich vergessen. Welchen Charakter nehmen wir denn diesmal? Wir nehmen heute diesmal diesen Muskelmann. Warum eigentlich nicht? Zack. So, dann wollen wir mal gucken. Die Welt wird generiert. Ohohoho. Und es geht los. UFO-Mann aus den UFO-Mann-Studios in Berlin präsentiert Ihnen Don't Starve mit dem Muskelmann. Es geht los. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann nicht immer die ganze Zeit in die Kamera gucken. So, wir haben noch gar nichts. Da fangen wir mal an zu sammeln. Der sieht ja auch lustig aus, der Kumpel. Ein kleines Kussi-Bussi für meine Zuschauer. So. So, wir brauchen jetzt... Eieieiei. Wir brauchen ja... mindestens eine Axt. Guck mal, der hat so einen komischen Ringeranzug an. Ist ja geil. Mal ein bisschen näher ranzoomen. Jo, ein kleines... Oh Gott, ein Kot. Ein bisschen Kot muss sein. Dann kommt der Kot von ganz allein. Ihr seht schon, ich bin heute wieder total aufgedreht. Oh, ein Hut. Ja, den setzen wir doch glatt mal auf. So. Mo rüber. Aber weißt du, was das Problem ist? Können wir das ausgraben? Nö. Wir brauchen eine Axt und das heißt, wir brauchen... Oh, guck mal, da ist ja noch mehr. Warum gibt es denn hier auf immer so viel Bonuszeug? Bestimmt gab es wieder einen Updater. Der DLC ist ja noch nicht raus mit diesen ganzen Erweiterungen. Den will ich nämlich eigentlich haben. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich brauche ein bisschen Feuerstein. Oh, wo finden wir denn jetzt Feuerstein? Heieieiei. Es wird bald nachts. Ich habe überhaupt... Naja, ein bisschen Holz habe ich schon. Hase. Hallo Hase. Nahrung braucht man natürlich auch. Dieser Hasen, die schreien. Diese Hasen, die schreien. Also ich hoffe mal, dass das rausgeschnitten ist. Mein Gehuste eben. Weil das wird nämlich, habe ich jetzt hier, ach, jetzt habe ich hier Lippenstift an der Hand. ja, Leute, falls ihr mich noch nicht kennt und jetzt denkt, was ist denn das für ein durchknallter Transe? Durchgeknallte Transe.
Tja, Leute, hier bei UFOmann LP, da passieren schon einige eigenartige Sachen ab und zu mal. Vor allen Dingen, wenn mir danach ist. Ich bin ja eigentlich eine totale Schlaftablette, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ich bin hier irgendwie gar nicht so der Hipster hier, der hier groß Action macht. Wobei ich glaube, dass meine Art zu moderieren sich schon ein bisschen verbessert hat im Laufe des letzten Jahres. Aber trotzdem möchte ich das doch gleich ganz entspannt machen und nicht so. Aber weißt du was? Können wir uns denn jetzt eine Axt bauen? Ja, schnell, ich brauche eine Axt. Ich will sofort eine Axt. So, jetzt haben wir eine Axt. Eine Axt. Ich will mal schnell einen Baum. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis es dunkel wird. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Oh, du großer, starker Mann. Mit der Axt. Bitte überlebe für uns eine Weile. Jetzt könnten wir theoretisch ja mal schon eine Falle bauen. Eher mit dem coolen, großen Hut. Feuerchen können wir auf jeden Fall schon bauen, glaube ich. Ja. Nein, fortsetzen. Wenigstens das kleine Feuer können wir schon bauen. Kann sein, dass der Ton wieder viel zu leise ist. Wenn das Husten drauf ist, tut mir leid. Ich will das eigentlich nicht alles nochmal nachbearbeiten. Ohoho, jetzt wird's dunkel. Der erste Tag, unser Gehirnvolumen geht langsam nach unten, weil der Angst... Ach, der ist total ängstlich. Ach, daran habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Dass der so ängstlich ist, der Typ. Na, was machen wir denn jetzt? Los, leg mal da Holz rein. Und jetzt brate mal das Zeug, was wir hier gesammelt haben. Viel ist es nicht. Aber ich denke mal, so ein bisschen können wir da... Naja, es geht. So, dann essen wir noch die vier Samen. Heute habe ich es irgendwie mit dem Husten. Tut mir leid. So, wenn wir mal hier noch den Baum abhacken, bevor es ganz dunkel wird. Tja, der Typ ist echt extrem ängstlich, aber dafür soll er ja sehr stark sein und soll auch angeblich nicht so viel Essen brauchen, aber bis jetzt habe ich davon noch nichts gemerkt. Und sehr stark heißt er hier in dem Spiel gar nichts. Weil wenn du hier nicht irgendwelche coolen Waffen hast, kann ich doch hier jeder Furz umbringen. Aber deshalb finde ich das Spiel ja so gut. So, weiter geht's. Leute, wer jetzt erst reingeschaltet hat, geht ja gar nicht. Man muss ja bei YouTube von vorne anfangen. Es sei denn, ihr seid so genial, dass ihr da einen Schritt nach vorne zwitscht. Um mal einen kurzen Überblick zu bekommen. Abo könnt ihr gerne da lassen, hier bei der verrückten UFO-Transe. Ne, man könnte sie auch als Clown sehen. Oder halt Wolfgang Amadeus Mozart, wa? Der sah ja genau so aus. Marilyn Monroe und Wolfgang Amadeus Mozart. Marilyn Monroe war wahrscheinlich die Wiedergeburt von Wolfgang Amadeus Mozart. So. Ja, und Thomas Gottschalk, wa? Der gehört ja auch mit dazu. Bloß ist bei Thomas Gottschalk, der macht ja sich immer Make-up über seinen Schönheitsfleck. Dadurch sieht man gar nicht, wie schön der wirklich ist. Dadurch sieht er einfach nur ein bisschen aus wie Wolfgang Amadeus Mozart. So. Wobei allerdings Wolfgang Amadeus... Ohohoho, Mozart mit einer langen Nase. Gut, weiter geht's. Jawohl, jawohl, jawohl. Schön, mach hell, mach hell. Jetzt können wir nämlich hier gar nichts machen. Wir könnten mal hier diese Schaufel haben. Das wusste ich ja gar nicht. Haben wir gefunden, weil bei dem Grab da war. Dann können wir das ja mal ein bisschen hier... La, la, la. Oh, Glühwürmchen. La, 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 la. Der mutige Mann. Oh, das Gehirnvolumen sinkt immer noch. Das ist gar nicht gut. Oh. 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 Haben wir noch was zu essen? Drei Samen. Werden wir gleich mal kochen.
Ja. Du solltest es eigentlich nicht essen, sondern erst kochen. Weil wenn man direkt vorm Feuer steht, dann. So, jetzt muss man kurz mal warten, bis es Tag wird. Ich glaube, es ist gerade Neumond. Neumond. Neumond, das heißt, das ist gar kein Mond. Aber bei Neumond kommen ja auch keine Wehrschweine. Schlimm heute mit dem Husten hier. Was haben wir hier? Nach rechts drehen. Oh, man kann das neuerdings drehen oder konnte man das schon immer drehen? Weiß ich nicht. Hat man die Karte schon immer? Da hätte ich wieder ausgraben können. Ob man die Karte schon immer drehen konnte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube ja. So. Ganz schlimm ist das hier mit dem Husten. Hört sich an wie ein Raucherhusten. Ist es aber nicht. Es ist ein ganz normaler Mozarthusten. Ihr kennt ja Mozartkugeln und so gibt es halt auch den Mozarthusten. So, er fällt jetzt natürlich fleißig. Haben wir jetzt überhaupt Plan? Wir brauchen noch Steine, damit wir uns eine Spitzhacke machen können. Können wir uns denn jetzt schon eine Spitzhacke bauen? Ja, aber eine coole Sau. Jetzt hat er sich eine Spitzhacke gebastelt. Entschuldigt bitte dieses grobe Wort. Da, 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 eine Spitzhacke. Was sieht's denn hier kartenmäßig aus? Oh, oh, guck mal, da ist er. Guck mal, da ist er. Vielleicht hier mal nach unten gehen? Komm mit, da sind Sachen. Ja, clevererweise würde ich mal hier. Ach komm, wir gehen mal den Weg lang. Da ist er ja immer. Hahaha, ein Stein. Wo ist die Spitzhacke? Hier. So, dann hau mal hier ab. Hunger hat er schon wieder. Ah, Feuerstein, Trompeter, Stein, Stein, Stein. Hier ist noch ein Stein. Ja, noch ein Stein. Schürfe nennt er dazu. Na gut. Schürfe ist eigentlich eine gute Übersetzung. Man könnte auch sagen meinere, meininge, aber stimmt schon. Das wäre schon wieder ähnlich. Ich habe ja hier den Übersetzungsmod drauf. Oh, mein Ei. Hat einen Übersetzungsmod installiert. Hier ist ja ganz einfach bei Steam. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich bin ja totaler Steam-Fan. Ich finde Steam total gut. Kann ich nur empfehlen. Muss man aber auch nicht machen. Und da ist noch ein Feuerstein. Und eine Blume, die will ich auch haben. Normalerweise will ich auch den Schmetterling haben. Aber das ist vielleicht noch ein Schmetterling. Oh, was? Angeblich kann ich jetzt schon. Angeblich kann ich jetzt schon was. Gar nicht. 2-0, 10-0. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen rennen, dass wir noch kombinieren können. Biene, lass mich Biene. Wir wurden eben mal kurz von einem Blitz getroffen, habt ihr das gesehen? So. Bin ich jetzt nicht so gut. So, die Bären sind hier noch gar nicht nachgewachsen. Da ist eine Möhre und noch eine Möhre, das ist schon mal gut. Weil hier unser Mageninhalt leert sich hier langsam. Oh, vielleicht sollten wir mal eine Falle bauen. Oh, wir können sogar zwei Fallen bauen. Na dann, drück die mal aus hier. Haben wir noch eine? Das ist immer so schlecht hier zu erkennen bei dem Mini erstmal nochmal. Macht jemand genau hier rüber. So. Und ich dachte eigentlich, hier ist noch eine, genau. So, jetzt haben wir schon mal zwei Fallen hier. Ach, guck mal, der ist gleich rein. Ha, ist ja cool. Sofort reingerannt in die Falle. So, okay, dann müssen wir jetzt hier. Müssen wir jetzt hier ein weiteres Feuer machen? Wir können ja noch. Leider können wir kein Steinfeuer machen. Immer hier weiter ernten.
Ein festes Feuer, doch, könnten wir machen, wenn wir hier noch. Vielleicht reicht es ja dann. Dann könnte man eigentlich, das finde die Stelle hier ganz gut, das könnte ja unser Lager werden. Ah, vielleicht fehlt ja noch was hier für das feste Feuer, wa? Was fehlt denn da noch? Oh, da braucht man ganz schön viele Steine, deshalb. Mal einen Schluck Cola trinken. Dann habe ich wahrscheinlich den ganzen Lippenstift am Cola-Glas. Ah. So. Cola gibt Kraft. Cola finde ich auch gut. Ah, Cola ist ja gesundheitsschädlich im Gegensatz zu Steam. Steam ist ja nicht gesundheitsschädlich. Und wenn man sich so ein bisschen zusammenreißt, geht es auch nicht so sehr an den Geldbeutel. Und wenn man sich als UFO-Tasse anmeldet, wohnhaft im Golzener Weg 37, ist man auch relativ anonym. So, ja. Relativ anonym. Ich fühle mich nicht gut. Warum? Was hast du denn? Er hat Hunger, oder was? Oh. Oh, er sieht auch ganz gut, gar nicht gut aus. Er sieht auch gar nicht... Guck mal, er ist ganz abgemagert. Das ist ja auch cool. Dann koch mal. Ess mal. Nicht, dass du nachher noch krank wirst. Mein Freund. Guck mal, der wird alleine. Ah, jetzt wird schon wieder ein bisschen dicker geworden, aber sehr klein noch, habe ich den Eindruck. Was, das war's schon? Ne, hier ist noch ein Hase, den können wir auch noch machen. Da essen wir den noch. Oh, da kommt aber auch kaum was. Oh, kommt auch kaum was an Nahrung rum bei den Hasen. So. Können wir ja mal hier ein bisschen hier die Reste ausgraben vielleicht. Da 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 da, wir graben die restlichen Furzen aus. Für unsere Heimat die Furzen aus. Wir sind tapfere, tapfere Dingsbums. Hohohoho. Vielleicht mal ein Fackelchen bauen, dann könnten wir mal gucken, ob in der Falle was drin ist. Mal die Fackel anlegen und hier mal runterrennen. Das ist natürlich sehr riskant. Und da ist nichts drin. Schnell wieder zurück. Schnell wieder zurück. Oh, guck mal, da liegen noch Samen. Können wir ja mal mitnehmen. Und die können wir auch gleich mal brutzeln. Sag mal, jetzt ist schon der zweite Tag. Man fühlt sich hier in Sicherheit. Ist noch gar nichts passiert. So lange habe ich den Eindruck, dass es... drauf ankommt, wie viele Tage man überlebt, dass dann, keine Ahnung, dass dann nach 7 Tagen oder so, da kommen dann halt die Monster und die Monster werden dann immer schlimmer und wenn man dann, wisst ihr ja, so lange habe ich ja noch nicht überlebt. Ah, es ist Tag. Was für ein wunderschöner Tag. Was macht man jetzt? Holz, ich glaube Nahrung, immer noch Nahrung. Können wir eigentlich noch eine Falle bauen? Nö. Immer noch Nahrung, vielleicht sogar Steine, um einen festen Feuerplatz zu machen. Ja, und Blumen und Blumen und Möhren. Gib mir die Möhre, Baby, gib mir die Möhre. Gib mir sofort die Möhre. Ah, guck mal, wir können schon wieder eine Falle bauen. Die werden wir auch mal gleich hier auslegen. Da waren die anderen beiden hier. Hier sind die anderen beiden. Ah, hier. Ne, komm, dann legen wir die hier. Ist egal. So. Und wir gucken mal weiter. Also was wir da eben für den Hasenbraten bekommen haben, war echt wenig gewesen. Also an Hungerlatten-Dingsbums auffüllen. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist die Spitzhacke, okay.
Oh, Bären. Haha, Bären. Wir müssen gleich mal die Bären schnappen. Ach ja. Wofür man Salpeter braucht, habe ich noch nicht rausgekriegt. Wir haben immer noch kaum was zu essen. Ich glaube, jetzt kann ich sogar ein großes Feuer machen. Die Felsen hier. So, jetzt hören wir mal straight. Aber wir hätten den Bärenbusch ausgraben. Was haben wir hier? Wow! Was ist das? Das sind die bösen Blumen. Nein, die darf ich nicht. Die hatte ich schon mal. Wird man total breit von. Was ist das? Schachtelding. Cool. Ich glaube, wir haben eine Gnom. Ein Gnom. Das ist neu, oder? Ein Speer. Das ist ja cool. Passt nicht mehr ins Inventar. Oh Mist. Dann nehmen wir die. Tauschen wir es mit den Kühnäppeln. Ja, wenn wir die hier pflanzen. Oh Gott. Und wir haben kaum was zu essen, ey. Guck mal, hier sollten wir mal unser Lager aufbauen, wa? Warte mal, dann machen wir mal schnell. Pflanzen wir mal hier schnell. Hier ist sogar ein Moor. Hier gibt's Gold. Ja, ich glaube, das ist ganz gut hier, die Stelle. Da werden wir mal hier unser Lager aufbauen. Ist hier ja schon irgendwie im Bereich des Bösen, in der bösen Welt, wenn da schon die Blumen sind, glaube ich, weiß ich nicht. Hier haben wir aber Beeren. Dann würde ich jetzt sogar mal ein festes Feuer craften, was wir dann vielleicht gleich hier hinstellen. Sehr schön, dann können wir hier gleich das kochen und essen. Kochen. Essen. Kochen. Sammeln. Essen. Das war's, mehr zu essen haben wir nicht. Das ist ganz schlecht. Hier haben wir noch Bären. Samen. Ja, wir müssen jetzt mal ganz um die Schnelle mal gucken. Böse Blumen kochen, glaube ich, bringt's gar nicht. Da haben wir viel, viel Stein. Das finde ich sehr gut. Hier haben wir noch ein paar Samen. Aber da können wir uns gerade so über Wasser halten. Gerade so. Ein bisschen was zu essen wäre schon nicht schlecht. Ich habe jetzt bloß keinen Bock. Rüber zu latschen, da zu den komischen Hasenfallen. Oh, hier gibt's Gold ohne Ende. Alter, 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 da haben wir aber was gefunden. Da haben wir ja was gefunden. Kommt mir aber ein bisschen update-mäßig vor hier. So. Vielleicht rennen wir doch mal schnell zu den Hasenfallen. Muss ja hier lang sein. Ach, eine schreckliche Zeit kommt bald. Schnell zurück. Da werden wir ja jämmerlich verhungern hier. So, machen wir ein bisschen nach. Okay. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Haben wir denn noch eine Hacke? Oder haben wir die in der Hand gerade? Was ist eigentlich mit dieser Gnome? Was ist das? Ist Schrott, denke ich, sagt er. Kann er da hinstellen? Macht der irgendwas? Nee. Was ist das hier? Schachtelding. Mal gucken. Schachtelding. Was kann man damit machen? Man kann es nur aufheben, untersuchen. Hat kleine Hebel. Muss man das kombinieren mit dem Gnome? Nee. Oh, da oben sind nochmal Samen. Zweimal sogar. Noch ist es nicht so super, super dunkel. Felsen noch mitnehmen. Jobidu. Aber wozu das Schachtelding ist, weiß ich nicht. Ich dachte erst, es ist so eine Kiste, wisst ihr? Ich untersuche Steinwand. Dass das eine Kiste ist und ich die dann. Was, du fühlst dich schon wieder nicht gut? Von wegen, in der Beschreibung hieß es. Oh nein. Hier zu diesem Charakter, dass er irgendwie so. Total gut ohne Essen auskommt und so, habe ich den Eindruck aber nicht.
Aber vielleicht hat sein Magen einfach ein größeres Volumen, also ein größeres Fassungsvermögen und dass der, wenn er voll ist, dadurch länger ohne Essen aushält. Eine böse Blume werde ich jetzt nicht essen. Und ich sehe schon, die Folge geht wieder zum Ende zu. Tja, Leute, und dann kommt erstmal leider eine Weile kein Downstaff. Nein, ich will zurück zu meinem Feuer. Ich kann wieder sehen, sagt er. Ja, mach das mal hier rein. Ess das mal. So. Warum habe ich eigentlich keine Axt? Ich will eine Axt. Das war hier noch ein bisschen Holzfällen. Ja, da kommt erstmal 2 Wochen kein Downstaff und gar nichts, weil die Ufoman Studios machen nämlich Urlaub und da kommt ein Überraschungsvideo. Da kommt 2 Wochen lang jeden Tag ein und dasselbe Spiel als Überbrückung für die Urlaubszeit. Wenn ihr es noch nicht wisst, lasst euch überraschen, ein neues Spiel auf meinem Kanal. Das werden also 2 Wochen, 14 Folgen von dem neuen Spiel. In der Zeit pausieren alle anderen Spiele, auch Minecraft. Und die Uroman Studios lassen es sich in dieser Zeit gut gehen, bereiten dann die Zeit danach vor. Vielleicht mal nicht so stressig, dass man danach der Arbeit nicht immer gleich aufnehmen muss. Vielleicht kann man sich auch mal in die Badewanne legen. Den Schönheitsfleck ein bisschen putzen und so. Oder mal ganz entspannt auf dem Balkon sitzen und Buch lesen. Zum Beispiel Goethe. So. Guck mal, hier ist die ganze Stimme oder diese Baumstämme so, als wenn das eine andere Baumart. Ach nee, das waren so kleine Bäumchen. Das sind die frisch gepflanzten. Jetzt fällt es mir dahin. So, sammel das mal auf hier. Und jetzt pflanzt man noch hier die Dinger, dann können da noch mehr Bäume wachsen. Bäume sind immer gut in der Nähe vom Lager. So, die Bären sind noch nicht nachgewachsen. So, das war's. Meine lieben Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Don't Starve. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal wieder als Wolfgang Amadeus Mozart auftrete. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Nächste Woche bei unserem neuen super Urlaubs-Special für 2 Wochen lang. Und lasst ein Abo da. Quatsch. Ihr habt ja schon, wenn ihr das jetzt guckt, habt ihr garantiert schon abonniert. Weil, genau. Also, danke. Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich muss jetzt hier diese Aufnahme-Stopp-Taste drücken. Tschüss.